Okay. Du machst mir Sorgen, Morden. Gut, auch zu Jacob, der einen Abschluss finden will. Jacob! Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Es geht jetzt quasi um die erste Vertrauensmission eines unserer Leute. Das, was wir auch eigentlich mit Said machen müssen, was wir aber bisher noch nicht getan haben. Beschäftigt sie etwas? Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Was ist los? Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Wollen Sie ihn nicht finden? Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Sehen wir es uns an. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Das stimmt. Gut, zur Vertrauensmission von Said habe ich einen Tipp erhalten. Da will ich mich jetzt nochmal kurz bedanken. Wer auch immer mir den Tipp gegeben hat, ich erinnere mich gerade nicht dran, tut mir leid. Aber der hat mir den Tipp gegeben, dass ich da eine Menge gute Punkte brauche, sonst schließt er sich mir gar nicht wirklich an oder wird nicht loyal. Irgendwas war da. Also werde ich das noch nicht machen. Hallo Joker. Hey Commander, schon ziemlich verrückt, was für Leute einem hier draußen so über den Weg laufen, was? Ich meine, es war vermutlich abgekartet oder so, aber trotzdem hat es gut getan, Ash wiederzusehen. Operations Chief Williams, oder nicht? Wir sind immer noch Freunde. Sie lebt ihr Leben, das kann ich ihr nicht verübeln. Sie stand an ihrer Seite, als sie die halbe Citadel gesprengt haben und jetzt soll ich dabei helfen, die Galaxie zu retten? Hat da jemand unsere Akten vertauscht? Sie sind derjenige, der hier alles zusammenhält, Joker. Ja, und das ist scheiße, das kann ich Ihnen sagen. Wie läuft's im Cockpit? Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Psst, psst. Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. Auf Wiedersehen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ciao, Joker. Okay, ich wollte es mir diesmal verkneifen, das zu sagen, aber ich kann's nicht. Ich muss. Gut, dann gehen wir jetzt eine Etage tiefer. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine persönliche Nachricht erhalten. Kommt zwar nicht, aber ich gehe davon aus. Gut, Mannschaftsquartiere. Also werde ich Saids Vertrauensmission noch ein bisschen nach hinten schieben müssen. Wenn das wirklich so stimmt, was mir gesagt wurde, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht angelogen werde. Oder lügt ihr mich an, hä? Ihr würdet mich doch nicht anlügen. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Nein! Ja. War ich nicht? Okay, Hauptgefechtsstand. Da ist Garrus. Garrus. Shepard, brauchen Sie was? Reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Sag mal, wie viele verfluchte Kalibrierungen kann man denn hier durchführen? Schon das letzte Mal, als ich hier war, hat er irgendwelche Kalibrierungen durchgeführt. Was ist mit meiner Stimme los? Gut. Auf zu Mirandas Büro. Hallo Miranda. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Natürlich. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Okay.
Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Jetzt nicht mehr. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Ich kann Ihnen helfen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Das sagt uns alles noch nichts, weil wir noch nicht ein einziges Mal auf Ilium waren. Ach ja, Spiel. Das hilft uns natürlich. Gut, ich weiß, wo das ist. Macht euch nichts zu tun. Aber trotzdem, wir können es rein theoretisch noch nicht wissen. Auf Ilium kommen wir nämlich nur das nächste Mal, um neue Crewmitglieder anzuwerben. Was ich in dieser Aufnahme allerdings noch nicht tun werde. Oh mein Gott, ich habe so viel zu tun in der nächsten Zeit. Das ist ja krank. Take run. Shepard? Ich wollte nur sehen, ob... Die Stellung ist zu offen. Nicht genug Deckung, zu wenig Panzerung. Warlord Grant würde zuerst die schwere Fracht zerstören und sich dann auf die Triebwerke konzentrieren. Jedenfalls stellen die Bilder aus dem Tank die Schiffe der Menschen so dar. Das war im Tank mein Lernprozess. Alte Bilder statt Erinnerungen. Als würde man einem Kind ein Buch zeigen. Merkt ihr das? Ein Bild nach dem anderen. Aber keine Hilfe, wie man daraus etwas zieht, was einen weiterbringt. Sie haben keine Reaktion? Irgendetwas muss sie antreiben. Genetisch betrachtet kann man nicht mehr Kroganer sein als sie. Ich sehe Leid, die Toten, und mein Gedanke ist schwach. Ich soll stark sein, ich entstamme Tausenden, die würdiger waren. Die Toten waren schwach. Wären sie stark gewesen, würde man mich nicht brauchen. Ich weiß nicht, warum Okir mir beibringen wollte. Als er den Tank zum ersten Mal eingeschaltet hat, habe ich geschrien. Schwach und erbärmlich. Sie wurden trotzdem stark. Sie haben also klein angefangen. Aber dadurch sind sie geworden, was sie jetzt sind. Nicht viele bekommen so eine Chance. Ich wurde stark gemacht, habe es mir aber nicht verdient. Ich bin einfach nur. Die Toten waren stark genug, es zu versuchen, auch wenn sie verloren haben. Der perfekte Kroganer, ohne Wissen, wie ich dazu wurde. Darin liegt keine Stärke. Ich werde mir genau ansehen, was den Kroganern widerfahren ist. Und einen Grund finden, damit es mich etwas angeht. Das ist eine sehr kluge Entscheidung, nehme ich mal an, Grant. Wenn du das sagst, gut, jetzt müssen wir noch zu Jack. Wie gesagt, ich hasse Jack. Aber gut. Allen Jack-Fans zur Liebe. Hallo, Jack. Hey. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Ich bin froh, dass Sie helfen, was Sie ja eigentlich nicht tun, aber okay. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Erzählen Sie mir von Cerberus. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Wollen Sie besseres Quartier? Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Meine Mission ist zu wichtig. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Oh, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Okay.
Okay, gut. Jetzt halte ich sie nicht nur für schlecht und dumm, sondern für schlichtweg geistesgestört. Arr, lass uns ein Pirat werden. Arr. Nee, danke. Jack, ich hab was Sinnvolles mit meinem Leben vor. Mich opfern für die Welt. Das ist das, was jeder Commander einer Normandie tun muss. Gut. Auch nochmal zum Panzerungsspind. Ich hab langsam genug von der Drachenrüstung. Okay. So, wieder ganz normale Rüstung. Jetzt zwar noch die Inferno-Panzerung, aber die sieht sowas von behindert aus. Brustplatten haben wir mittlerweile welche. Kondensator Brustplatten. Beinschienen haben wir auch welche. Stimulationsleistung. Sehr schön. Material können wir wieder die Farbe umstellen. Machen wir was Grelles. Wir wollen ja auffallen im Kampf. So. Gut. Yeah. Wir fallen megamäßig auf. Das ist genau das, was ich wollte. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich werde hier das Spiel speichern. Und beim nächsten Mal werden wir uns um die weiteren Dossiers kümmern oder eventuell eine Vertrauensmission abschließen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss und haut rein.